Pokale, Medaillen und Stollenschuhe. Brasiliens Fußballlegende Pelé bringt mehr als 2000 Erinnerungsstücke aus seiner einmaligen Karriere unter den Hammer. Vom 7. bis 9. Juni werden in London einzigartige Sammlerstücke des dreimaligen Weltmeisters versteigert. Die Auktion soll rund 3,9 Millionen Euro Gewinn abwerfen, die einem guten Zweck zukommen. Ein Teil der Erlöse wird an das Kinderkrankenhaus Kleiner Prinz in Curitiba gehen. Eine Angelegenheit, die dem 75-Jährigen am Herzen liegt. Ich habe viele Gespräche geführt mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit Menschen, die dem Krankenhaus in Brasilien helfen wollen. Dann haben wir angefangen, darüber zu reden, wie wir etwas Gutes für arme Menschen tun können. Wenn wir Menschen dabei helfen können, Kindern zu helfen, wäre das großartig. Deshalb habe ich mich dazu entschieden. Unter den wertvollen Sammlerstücken befindet sich unter anderem die Replik des Jules Rimet-Pokals, den Pelé für seinen dritten WM-Titel erhielt. Weitere Schätze sind die WM-Goldmedaillen von 1958, 62 und 70 sowie der Ball, mit dem er sein 1000. Tor erzielte. Bei ihm zu Hause würden die Erinnerungsstücke niemandem helfen, erklärte Pelé. Im Herzen werden aber wohl alle Dinge bei ihm bleiben.